Das musst du jetzt erfahren. In dieser Legung geht es darum, was du jetzt unbedingt wissen musst. Ja, du bist jetzt hier bei mir, du hast diese Legung gefunden oder diese Legung hat dich gefunden, damit du hier das erfährst, was die Karten dir mitteilen möchten. Und es geht schon los, die Karten wollen dir jetzt schon was mitteilen. Aber ich mische für dich weiter. Na, und dann nehme ich noch eine Karte. Das sind jetzt Karten, die für dich wichtig sind. Sonnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist. Und ich habe hier für dich die Königin der Kelche. Die Königin der Stäbe. Zwei Königinnen gleich am Anfang. Viel weibliche Energie. Die drei der Münzen. Die acht der Münzen und die sieben der Münzen. Ich habe hier liebevolle, stabile Energie. Stabilität ist ungefähr so hier, ja, bei diesen Karten. Vertrauen, Zuversicht, Verlässlichkeit. Und hier habe ich zwei Menschen, die eine Rolle für dich spielen oder spielen werden, die vielleicht die ganze Zeit im Hintergrund waren und jetzt kommen sie mehr nach vorne, jetzt werden sie mehr sichtbar. Das können aber auch Menschen sein, die einfach so in dein Leben kommen. Aber ich gucke mir zuerst die Königin der Kelche an. Das kannst natürlich auch du sein, wenn du ein Wasserzeichen bist, ja. Sonst ist es jemand anderes, was ich hier so sehe. Ja, die Karten sind mir runtergefallen. Ich habe hier die sechs der Münzen, also irgendwie... Du bekommst etwas, du wirst etwas bekommen, dir wird jemand etwas geben. Dieser Mensch hier wird dir etwas geben, vielleicht Freundschaft, vielleicht aber auch irgendwelche materiellen Güter. Das kann auch jemand von der Arbeit sein, was ich hier so sehe. Ja, und wenn du das bist, wenn du ein Wasserelement bist, ein Wasserzeichen, dann habe ich das hier so, dass dir zum Beispiel geholfen wird oder du kannst jemanden helfen, ja, hier mit diesen Karten. Und irgendwie, ich habe hier Ausgleich, ja, Ausgleich wird hier reinkommen. Aber diese Karten sind ja noch runtergefallen und ich werde diese alle Karten für dich deuten. Da muss ich hier ein bisschen Platz machen. Die drei der Stäbe. Der Page der Schwerter, die fünf der Schwerter, die vier der Schwerter, viele Schwerter und der Ritter der Schwerter, also Kommunikation. Es geht hier also um Kommunikation, um das Miteinander, um Gedanken, die dann zu Taten werden mit den Stäben. Und ich habe das hier so, dass du schon hier lange wartest. Dieser Mensch wartet hier, vielleicht ist es jemand anderes, es kann eine Frau sein, ja, kann aber auch ein Mann sein hier, die Königin der Kelche. Und ich bekomme hier sowas mit den Pagen, auch dass da etwas auf dich zukommt, dass man miteinander spricht, dass man alles bespricht, dass man vielleicht auch in Kontakt kommt miteinander und man wartet irgendwie schon sehr, sehr lange da drauf. Vielleicht wartest du, vielleicht wartet aber auch hier der andere Mensch, ja? Und man kann etwas hier aus der Welt schaffen, weil die fünf der Schwerter und die vier der Schwerter, du siehst ja, das ist so nacheinander, darauf folgend, also vier und dann fünf, ja, so meine ich das. Und du kannst hier auf jeden Fall aus dem Rückzug gehen mit diesen Menschen, in Bezug auf diesen Menschen oder wenn das jemand anderes ist, dann der Mensch wird aus dem Rückzug rausgehen, ja, aber Kommunikation ist wichtig. Also ich habe wieder zum Beispiel wieder Kontakt,
mit diesem Menschen, ja? Und das kommt von der anderen Seite. Wenn du das bist hier, dann habe ich das hier so, ein ersehntes Gespräch wird stattfinden und man kann endlich alles aufklären. Und da steht irgendetwas dazwischen dir und der anderen Seite. Da wurde etwas nicht ausgesprochen, da wurde etwas nicht aufgeklärt. Und jetzt kommt die Zeit, damit das sich jetzt endlich klärt, ja? Eventuell ist es so, wenn du das bist, dann wirst du die Möglichkeit bekommen, du wirst die Möglichkeit haben, auf diesen Menschen oder auf die andere Seite, auf die andere Partei zuzugehen und mit denen zu sprechen oder mit ihm oder mit ihr zu sprechen. Und da wird alles auf den Tisch kommen, soll ich dir sagen. Ja, da wird vieles auf den Tisch kommen. Und erst dann, wenn das alles geklärt ist, egal, ob du das bist oder vielleicht eine andere Partei, die auf dich zukommen wird, weil man wünscht sich zumindest Frieden mit dir, Freundschaft mit dir, dass man alles ausgleicht, ja. Und wenn der andere Mensch auf dich zukommt, dann gilt natürlich das Gleiche. Da ist natürlich mit diesem Rückzug, mit dieser Stille vorbei. Da ist auch hier vielleicht auch ein intensives Gespräch nötig, aber man wird das, was irgendwie so da geblieben ist, das, was nicht ausgesprochen worden ist, das, was dazwischen steht, ja, wovon du vielleicht wenig weißt oder gar nichts weißt oder die andere Seite weiß davon nicht, da wird es also offengelegt werden und man kann das aus der Welt schaffen, ja. Und dann steht hier der Freundschaft, dem Frieden, diesem Ausgleich, der Balance, da steht nichts mehr im Wege. Also ich habe hier ein Angebot, alles aufzuklären, zu kommunizieren, sich mit der ganzen Geschichte auseinanderzusetzen, aber im Guten. Ich habe hier keinen Streit, sondern ich habe das hier im Guten. Also, falls es dazu kommen sollte, wähle deine Worte weise, weil je nachdem, was man sagt, je nachdem, was du sagst, geht es hier weiter oder es geht nicht weiter. Ja? Nach diesem klärenden Gespräch könnte es sein, dass es dann zu Ende ist, wenn man natürlich es darauf anlegt, klar. Deswegen, Worte sind sehr wichtig, welche Worte man benutzt, vielleicht wie man spricht und ich habe hier eine weite Zukunft, ja, das ist hier, man steht hier auf so einer erhöhten Position, ich weiß, es sind hier drei der Stäbe, aber trotzdem, man schaut in die Ferne und da kommt etwas, ja, da kommt etwas und das kann auch bleiben, wenn man möchte, ja, deswegen hier, diese vielen Schwerter sozusagen als ein Zeichen dafür, dass man ganz genau darauf achten soll, wie man kommuniziert, wenn das soweit ist. Ja, kann sein, dass du mit diesem Menschen schon lange keinen Kontakt mehr gehabt hast. Ich weiß nicht, wie lange. Ja, vielleicht ein Tag, vielleicht zwei Wochen, vielleicht ein halbes Jahr. Das ist für jeden hier unterschiedlich. Vielleicht schreibst du mir in die Kommentare, wie lange es für dich her ist, dass du mit der anderen Partei irgendwie in Kontakt gewesen bist. Weil ich habe das hier, das ist Stillstand, das ist Pause. Da tut sich irgendwie nichts. Ja, momentan. Aber das kommt und das wird alles in Bewegung geraten. Man hat dich immer im Auge behalten, sage ich so. Oder du hast den anderen Menschen im Auge behalten. Also man hat es nicht so gemacht wie, ach, vergessen und komplett ausradiert aus dem Leben. Sondern das war immer da. Ja, der andere Mensch war irgendwie immer vielleicht in den Gedanken von dir und du warst im Gedanken von der anderen Partei. Ja, so habe ich das hier. Und deswegen kommt hier die Möglichkeit, diese Chance, alles in Balance, in Ordnung zu bringen. Aber die richtige Art und Weise ist hier Voraussetzung, soll ich dir sagen. Okay, und jetzt komme ich zu der Königin der Stäbe. Das ist hier Feuer. Feurige, leidenschaftliche Situation, Mensch. Da wird es eine Erlösung geben, Befreiung geben, da wird sich etwas lockern. Du hast hier die zwei der Stäbe, ja, das sind Pläne machen. Also ich habe das hier so. Wenn du das hier bist, bist du ein Feuerzeichen, dann bist du das hier. Ja, das sollst du unbedingt jetzt wissen, wenn du ein Feuerzeichen bist. Wenn du zum Beispiel jemand in deinem näheren Umfeld, ich habe das hier sehr nahe, ja, es kann ein Mann sein, kann eine Frau sein, wenn du ein Feuerzeichen hast,
dann ist es halt der andere Mensch, ja. Und ich habe das hier so, das, ja, Feuer, Feuer und Flamme. Jemand, der sehr leidenschaftlich ist, sehr nach vorne gehend, ja, also man ergreift gerne Initiative, man setzt sich gerne ein, man zögert nicht allzu lange, ja, und hier habe ich so, man hat ein bisschen gezögert, man hat sich hier Zeit gelassen, ja, normalerweise vielleicht sofort, aber in dieser Angelegenheit nein, weil jetzt kommt das Gericht ins Spiel und da war etwas, was die ganze Geschichte beschwert hat, ja. Da war irgendetwas, wo man nicht ganz frei war. Und da kommt der befreiende Moment in diese Angelegenheit und man kann entweder hier planen, in die Zukunft schauen und sich überlegen, was möchte ich überhaupt hier, ja. Was kann ich denn hier machen? Was kann ich hier umsetzen? Oder wenn dieser Plan schon lange da war, dann wird man das umsetzen. Und das kann von dir kommen oder von diesem Menschen, ja. Wenn du das bist, dann kommt es von dir. Wenn dieser Mensch ja jemand anderes ist, dann kommt es halt von diesem Menschen auf dich zu. Hier steht irgendwo so im Raum und kann sich endlich entfalten, entwickeln. Ein befreiender Moment. Ja, die Sonne, du schaust hier auf diese Karte. Ja, und denkst dir wahrscheinlich, wow, die Sonne, ja, ich auch. Also die Sonne ist hier das Glückselement, ja, das Glückssymbol hier in dieser Konstellation. Vielleicht ist es ein Problem hier, ja, das kann auch ein Problem sein. Schwierigkeit, etwas, was vergraben war irgendwo oder man hat es absichtlich vergraben oder das wurde vergraben. Und jetzt kommt das aus dieser Erde heraus, befreit, frei, locker, leicht transformiert, verändert vielleicht auch, ja, ja, wie Phönix aus der Asche hier. Und ja, die Sonne scheint, es ist alles gut, das Glück kommt in dieser Angelegenheit, ja. Das Glück wird sich einstellen, du wirst sehr viel Freude damit haben, du wirst Freude haben und Glück haben bei dieser Zukunftsgestaltung oder bei diesen Plänen. Und ich soll dir sagen, diese Zukunft wird für dich Realität werden mit der Sonne, ja, weil das ist ja eine super gute Karte und das wird für dich Realität werden, was hier so vage ist, was hier so ein Plan ist, eine Möglichkeit, was man sich hier so ein bisschen vorstellt, das wird hier dir das Glück bringen, ja, und als würde man es freilassen. Du siehst hier diesen Vogel, er fliegt, und als würde man hier diesen Vogel freigelassen haben und endlich ist er in seinem Element, ist in der Luft und fliegt und ist glücklich. So habe ich das hier in dieser Angelegenheit. Also entweder, wie gesagt, bist du das oder es ist jemand anderes und so wird es dann mit diesem Menschen dann sein, ja? Oder für dich eine wichtige Angelegenheit, die Engagement bedarf, aber es ging bis jetzt irgendwie nicht, ja? Und jetzt wird es einfach geöffnet werden, als würde man ein Fenster öffnen oder eine Tür öffnen, ja, und dieser Vogel, der so lange eingesperrt war, fliegt einfach raus und genießt einfach das Leben, genießt auch die Freiheit. Ich bekomme hier auch für jemanden die Freiheit. Freiheit mit diesen Menschen oder du wirst in die Freiheit gelassen werden, endlich. Und du kannst deine Flügel ausbreiten, aber sowas von, ja, das habe ich hier für dich. Das solltest du jetzt wissen. Jetzt werde ich noch eine Orakelkarte ziehen für dich. Die Intention, also die Absicht. Vielleicht hast du schon eine Absicht, vielleicht beabsichtigst du etwas, ja, du möchtest etwas, du hast schon vielleicht da irgendetwas gemacht schon, ja, und diese Absicht, soll ich dir sagen, ist gut, es ist gut, etwas zu wollen, es ist gut, vielleicht auch, wenn man das so ein bisschen größer sieht, Wünsche, Träume zu haben, aber es reicht nicht, nur einen Wunsch zu haben und nichts zu tun, so wird es mir jetzt hier gezeigt, ja, etwas dafür tun, weil
hier, diese Gestalt hat hier ein Gegenstand in der Hand, so eine Schüssel mit Wasser. Und sie macht ja was. Sie lässt dieses Wasser aus diesem Gefäß raus. Also es ist eine Tat. Das ist Aktion. Das ist etwas machen. Ja. Und diese Intention, das, was du zum Beispiel haben willst, da braucht man einfach auch noch ein bisschen Bewegung. Da kann man etwas machen. Das irgendwie in Bewegung setzen, da anfangen irgendwie was zu tüfteln, ja, ein bisschen was zu schrauben. Das muss kein großer Kraftakt sein, weil das ist das hier nicht. Das ist kein großer Kraftakt. Ja? Aber man weiß genau, was man will und man tut genau das Richtige. Und das kann auch ganz, ganz minimal was sein. Und dann ist es genau das Richtige und es geht los, es läuft perfekt, ja. Also Intention ist wichtig, etwas vorhaben ist wichtig und auch vielleicht etwas dafür tun ist wichtig. Das sollst du jetzt wissen. Dann habe ich hier für dich die 3 der Münzen. Da wirst du einen Sieg haben. Also ich habe hier Kreativität oder etwas machen, tun, konkret gestalten. Also hier habe ich dich konkret etwas tun. Du tust etwas dafür, habe ich hier. Ja, vielleicht bist du schon dabei. Vielleicht hast du in der Vergangenheit etwas dafür getan und dann war gar nichts mehr. Ich soll dir sagen, du kannst weiter daran arbeiten und das wird was. Das wird hier super werden. Oder du kannst hier etwas Kreatives anfangen und es jetzt erst anfangen und dann wird es auch super werden. Ich habe hier den Sieg. Ja, ich habe hier Erfolg auf der ganzen Linie, sogar Bewunderung von einer Seite, von einer anderen Seite, Bewunderung und auch, das tut gut, ja, das tut gut und nicht nur dir, sondern vielleicht auch jemand anderem oder anderen Menschen, das können sogar mehrere sein und wenn du das weiter verfolgst oder wenn du damit anfängst, ich habe hier super gute Entwicklung für dich und es springt etwas dabei raus, ja, soll ich hier sagen. Kann etwas mit dem Beruf zu tun haben, kann etwas mit der Freizeitgestaltung zu tun haben, Hobby, vielleicht nebenbei was machen und Da wirst du überrascht sein, wie viel da rumkommen wird, ja. So habe ich das hier. Also du wirst auf jeden Fall siegreich sein in dieser Angelegenheit. Das kann auch Arbeit sein oder irgendein Vertrag, ja, Verträge, ein Vertrag, den du unterschreibst, ja. Und das wird für dich einfach ein Erfolgserlebnis sein, weil du endlich diese Unterschrift darunter setzen konntest. Sowas habe ich auch für dich und das ist auch gut, ja. Aber trotzdem lies dir das Kleingedruckte durch, ja? Das soll ich hier noch sagen. Die 8 der Münzen, Fleiß, fleißig sein, Fokus, etwas im Fokus haben und hart daran arbeiten. Und es geht um die Liebe. Ich habe hier die Liebenden, die 8 der Münzen und die Liebenden. Ich habe mich schon gefragt, wann kommt denn konkret die Liebe? Und die Liebe kommt ja am Ende. Also wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann ist das eine Nachricht für dich. Ja, ich weiß, ich habe noch eine Karte, aber trotzdem, es geht um die Liebe, um die vielleicht Entscheidung füreinander oder für einen Menschen. Und ich habe das hier so, dass wenn man sich darauf fokussiert, wenn man dran arbeitet, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Liebe, mit dem anderen Menschen, dann wird es laufen. Ja, es wird laufen. Und ich habe das hier auch für jemanden, habe ich so eine Info, dass der Mensch wird sich um dich kümmern. Der Mensch wird für dich da sein, weil er oder sie hat Gefühle. Ich habe hier die Liebenden, die Liebe. Vielleicht seid ihr bereits ein Paar, vielleicht aber noch nicht. Aber dieser Mensch ist irgendwie schon da. Und da habe ich das so für dich, dass sich das Entfalten entwickeln wird. Und das muss nicht unbedingt von deiner Seite kommen. Kann, aber auch die andere Seite wird auch dabei sein, ja, und auch dabei bleiben, weil man sieht, dass es sinnvoll ist, dass es gut tut, dass es gut für einen ist, dass es gut für alle ist irgendwie, ja. So habe ich das hier in den beiden Karten. Aber was sollst du noch erfahren? Und ich habe hier die 7 der Münzen. Worauf wartest du? Weil das ist hier konkret direkt warten und es ist schon fast da. Die Früchte können gepflückt werden. Worum geht's da?
um den König der Schwerter. Und was ist mit diesem König? Das ist auch hier, vielleicht bist du Single und wartest auf die Liebe, ja, das ist hier, ja, ganz zum Schluss, das ist hier eine Nachricht für alle, die Single sind, da kommt jemand, ja, ich habe hier das Ass der Kelche und hier den König der Schwerter und die Wartezeit und er ist schon, oder sie, das kann natürlich auch eine sie sein, ja, aber es ist ein König, deswegen sage ich er, die Wartezeit ist fast vorbei, es ist bald soweit, die Chance kommt. Die Chance auf die Liebe, vielleicht sogar auf die große Liebe. Es ist eine Chance, Gefühle zu haben und die Gefühle zu teilen. Es ist nicht einseitig. Die Gefühle werden nicht einseitig sein. Da kommt ein Mensch, ja, und er wird Gefühle für dich haben. Du wirst auch Gefühle für diesen Menschen entwickeln. Das ist aber erstmal hier der Anfang. Aber es sieht schon gut aus am Anfang, ja. Die Chance kommt, die Möglichkeit kommt. Ich habe den König der Schwerter, habe ich hier so, dass er oder sie, dass er hier ja spröde ist, ja, wunder dich nicht. Es könnte jemand sein, der so ein bisschen trocken wirkt, der so ein bisschen vielleicht kalt wirkt, nicht wird, sondern wirkt, so ein bisschen abweisend, ablehnend, aber trotzdem, ja, wenn du zum Beispiel dich mit diesem Menschen beschäftigst, dich mit ihm triffst oder so, dann ist dieser Mensch so ein bisschen auf Distanz und dann meldet sich dieser Mensch aber trotzdem bei dir und möchte sich trotzdem mit dir treffen, mit dir Sachen unternehmen, obwohl du denkst so, hä? Aber er oder sie ist immer so kalt, so distanziert. Das macht einfach diesen Menschen aus. Der Mensch braucht Zeit, ja, da kommt wieder Faktor Zeit ins Spiel. Er oder sie braucht Zeit, um warm zu werden. Aber das bedeutet nicht, dass man dich nicht mag, weil sonst würde man hier nicht mit dir Zeit verbringen wollen, würde dich nicht kennenlernen wollen, generell, ja. Also ich habe hier die Chance, wunder dich nicht, dieser Mensch kann ein bisschen zurückhaltend sein. Vielleicht ist es auch jemand, der viel um die Ohren hat. Es ist jemand, so ein Denker, Denkerin, muss alles vielleicht 5-mal durchdacht haben, bevor man aktiv wird. Ja, es könnte hier, wenn du nach den Sternzeichen gehen möchtest, ich habe hier den König der Schwerter, ja, das ist ein Luftelement. Aber ich habe hier auch noch die Kelche und die Münzen, also Erde und Wasser, ja, Element, wenn du nach den Sternzeichen gehen möchtest. Und jetzt bin ich aber am Ende dieser Legung. Wenn du magst, gerne liken, meinen Kanal abonnieren, vielleicht einen Kommentar schreiben, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.